Lieber Zwilling, ich grüße dich herzlich zu deiner Seelenbotschaft. Mein Name ist Jacqueline und wir schauen mal, was der Februar dir so bringt. Wenn du ein Sonnenzeichen, Mondzeichen oder Aszendenten Zwilling bist, ist hier höchstwahrscheinlich eine Botschaft für dich. Bitte auf dich umlegen und das für dich mitnehmen, was sich richtig und stimmig anfühlt. Für persönliche Hilfe und Unterstützung, wie immer, schau unten vorbei für Coachings, spirituelle Begleitung, Heilsitzung oder Kartenlegung. Und wir starten mal mit dem Hauptthema für dich, lieber Zwilling, im Februar 2024. Was ist das Hauptthema, die Hauptenergie für den Zwilling im Februar 2024? Die Hauptenergie. Jawohl, Power! Du wirst gefordert, viele Neuigkeiten, viel Bewegung, viele plötzliche Ereignisse und ein so mancher spontaner Ausflug, vielleicht sogar in die Berge. Ich sehe sowas wie Österreich, Schweiz, kleinere Ortschaften vielleicht auch. Du wirst gerufen, deine Energie wird benötigt, wird gebraucht. Du bist energetisch, ja, wie gepusht. Es ist schon fast wie so ein Eigenantrieb, vielleicht schon über längere Zeit. Es sein kann, du hast viel Energie. Es ist jetzt nicht so, dass du dich vielleicht super, also vielleicht fühlst du dich voller Power und Energie, aber es ist so, weil sie einfach von dir gefordert wird, ist das ein Rad, was du angesprungen hast und was einfach immer weiter läuft. Achte darauf, es könnte sich etwas zusammenbrauen. Für jeden unterschiedlich. Etwas könnte sich zusammenbrauen. Vielleicht ahnst du schon, in welche Richtung. Das kann mit Gesprächen zu tun haben. Das kann für viele mit der Arbeit zu tun haben oder Planungen in der Zukunft. Wir schauen uns deine drei Hauptaspekte, deine drei Hauptthemen an im Februar 2024 für den Zwilling. Was sind die drei Hauptthemen? Boah, die kamen schnell. Das Schicksal, die Arbeit und du selbst. Wirst du dir selbst noch gerecht bei der ganzen Arbeit? Für die allermeisten hat es damit zu tun. Du wirst jetzt schicksalshaft geführt und es kann sein, dass das hier mit einer großen Entscheidung zusammenhängt, die nur mit dir zu tun hat. Und für ganz viele ist das hier eine große Mahnung. Die Entscheidung und die Verantwortung gehört dir. Lass dein Umfeld raus. Lass deine Beziehung raus, lass deine Familie raus. Du entscheidest. Du trägst die Verantwortung. Ganz, ganz wichtig. Arbeit oder Berufung? Für ganz viele die große Frage, ist meine Arbeit meine Berufung? Sehnt sich meine Seele nach etwas anderem? Du wirst absolut geführt, ein schicksalshaftes Ereignis und das könnte hier auch mit dem zusammenhängen, was sich zusammenbraut. Vielleicht spürst du es auch schon, auch wenn du nicht weißt, was, aber du merkst, irgendetwas wird zustande kommen und das muss sein, damit etwas in deinem Leben passiert. Was geschieht für die Zwillinge im Februar? Was kommt auf die Zwillinge zu im Februar 2024? Was darf ich weitergeben? Wow. Du hast zweimal das Schicksal. Am unteren Kartenrand hast du Page der Kelche. Ein Bote. Wahnsinn. Boah, Wahnsinn. Das sind großartige Karten. Zweimal das Schicksal, das bedeutet, mach dich bereit. Großes liegt vor dir. Drei der Kelche, Grund zu feiern, werden viele im ersten Moment überhaupt nicht spüren, höre ich, denn es hat mit Ungewissheit zu tun. Auch hier Wolken, beziehungsweise Wolken, dieses Mystische, du steuerst auf etwas zu, du weißt es, du spürst es, es ist Schicksal, was dich antreibt, du hast keine Ahnung, was dich erwartet und ein neuer Mensch oder ein alter Mensch, der sich neu zeigt in einem neuen Licht, der dir die Welt bringt. Für viele kann das hier auch tatsächlich eine Liebe sein, eine heimliche Liebe oder aber eine heimliche Liebe oder eine Liebe, die sich neu zeigt.
Für viele kann das ja auch die Nachricht sein, man wird Mutter, man wird Vater. Das wird aber, wenn gewollt, sein. Es geht hier um die Fülle. Wir haben die Welt, wir haben das Schicksalsrad. Du wirst liebevoll in die richtige Richtung, powervoll, aber liebevoll in die richtige Richtung geführt. Möglich, dass sich einiges bezogen auf die Arbeit verändern wird, sich verändert und du dich einfach nur noch treiben lässt, die Segel loslässt und das führt dich immer mehr in glückliche Fügungen. Es könnte sein, dass du genau weißt, was dir gut tut, wer dir gut tut und vielleicht bekennst du dich sogar zu einer Liebe, zu einer neuen Arbeit, zu was auch immer. Das wird dich immer mehr in die richtige Power bringen, sprich in den richtigen Antrieb. Also für viele wird der Februar purzelnd, erhellend, erleuchtend, plötzlich sehr viel stattfinden, was sich aber glücklich fügt. Denn du hast das doppelte Schicksal, du hast die Welt, du hast die Power, du hast dir großartige Karten, wirklich großartig. Aber es rumpelt und pumpelt. Also ich muss dazu sagen, es ist jetzt nicht so geschmeidig, hey, es ist schon so. Du wirst angeschoben und es fügt sich dann aber alles. Als würde, ich sehe folgendes Bild, du siehst, es ist dunkel, es ist wirklich so eine Landschaft, du bist hoch oben, sowas wie vor einem Schloss, vor dir ist die Brücke zum Schloss, es ist Gewitter, es regnet, es sind Höhen, das Meer, es peitscht. Und du siehst die Brücke, du musst rennen, du weißt, du musst da drüber und die Brücke, die ist aber abgebrochen. Und du rennst eigentlich auf ein Stück zu und du denkst dir, Mist, weil ich werde verfolgt, ich kann nicht zurück. Ich muss einfach rennen und ich weiß, ich muss darüber. Und du rennst, rennst, rennst. Und auch wenn du weißt, du fällst gleich runter, du rennst einfach weiter. Das ist das, du wirst geschoben vom Schicksal. Und auf einmal, ja, wird die Brücke ganz. Stückchen fallen zusammen wie Puzzle und auf einmal bist du auf der anderen Seite. Und du denkst dir, oh mein Gott. Das ist ja Wahnsinn. Also, das wurde mir gerade so gezeigt, das gebe ich weiter. Was ist hier neu? Wir haben hier große Arkana, die ich aus einem Deck rausgenommen habe. Du hast hier ja schon zwei wundervolle Arkana. Die Energie begleitet dich. Wir schauen, was ist die Hauptenergie für den Zwilling? Welche große Arkana ist die Hauptenergie, die dich begleitet? Ja, Mäßigkeit. Alles fügt sich zusammen. Alles kommt in Einklang. Du wirst dorthin geschoben, wo du hingehörst. Ob du willst oder nicht, es wird sich positiv fügen und du kommst dadurch in deinen ganz eigenen Einklang. Auch wieder mehr in die Ruhe, mehr in die Gelassenheit, mehr ins Vertrauen. Schauen wir uns an, was das Rad des Universums ist zu dieser grandiosen Legung. Rad des Universums bitte für die Zwillinge im Februar. Tiefe Regeneration, Rückzug, Auszeit, gehalten werden. Und das nehme ich jetzt hier wahr, weil bei dir ist ja voll Power, besonders in Form von Intuition und dich führen lassen. Du wirst gehalten vom Universum, egal was aktuell gerade in deinem Leben passiert. Du wirst geschoben, du wirst geführt an den Ort, wo du hingehörst, wo es dir gut geht, wo du dich entfalten darfst. Und vertraue darauf, dass du dir auch immer Auszeiten, Ruhe geben kannst, um dich zu setteln, um wieder in diese Ausgeglichenheit zu kommen. Super spannend, lieber Zwilling. Schau dir noch deinen Aszendenten Mondzeichen an und füg die Botschaften zusammen. Ja, ich hoffe, es resoniert mit vielen, denn das Schicksal treibt dich ja in die Welt und du gehörst in die Welt, so wie du bist. Vielen Dank fürs Zuschauen, fürs Zuhören und ich wünsche dir einen magischen Februar. Mach's gut.